Haben Sie Ihren Umzug schon geplant? Nein? Dann sollten Sie spätestens jetzt damit anfangen. Denn die Arbeiten auf der Baustelle sind so gut wie abgeschlossen. Im letzten Video der Ein Haus entsteht-Reihe erklären wir Ihnen, was vor dem Einzug noch zu tun ist, damit aus Ihrem neuen Haus ein richtiges Zuhause wird. Bei der Gestaltung der Wände in Ihrem neuen Eigenheim sind Ihnen als Bauherr oder Bauherrin kaum Grenzen gesetzt. Sie entscheiden, ob Sie malern oder tapezieren wollen oder vielleicht sogar auf Strukturputz zurückgreifen. Auch ob Sie Farbe an die Wand bringen oder doch lieber das klassische Weiß bevorzugen, liegt Ihnen frei. Hier zählt einzig und allein Ihr persönlicher Geschmack. Unser Tipp: Lassen Sie sich in einem Fachmarkt oder von einem Handwerksprofi im Vorfeld beraten. So treffen Sie mit Sicherheit die beste Entscheidung für ein optimales Wohnwohlgefühl. Ist die Entscheidung gefällt, geht es an die Umsetzung. Sie können ein Handwerkerunternehmen beauftragen oder das Malern oder Tapezieren selbst übernehmen. Wichtig ist aber, das Verhältnis von Arbeitszeit und Geld gut abzuwägen. Greifen Sie selbst zur Tapetenrolle oder Malerpinsel, tut das Ihrem Budget zwar gut, da Sie bares Geld sparen, allerdings dauern die Arbeiten dann oftmals länger, da sie in der Regel nur in Ihrer Freizeit ausgeführt werden können. Je nach Qualität des Innenputzes und zukünftigem Wandbelag müssen die Wände und Decken vor dem Malern oder Tapezieren geschliffen werden. Wurde im Haus mit Trockenbau gearbeitet, so muss auch der, wenn es die Trockenbaufirma nicht schon erledigt hat, erst verspachtelt und dann geschliffen werden. Danach sollte eine Grundierung erfolgen, ehe man mit dem Malern oder Tapezieren beginnt. Im Vergleich zu anderen Gewerken ist die Montage der Innentüren, die nach dem Malern oder Tapezieren ansteht, in der Regel recht unkompliziert und schnell erledigt. Zunächst setzt der Türbauer die Türzarge zusammen, um sie dann in die jeweilige Türleibung einzusetzen. Dort wird sie mit Hilfe von Werkzeugen wie zum Beispiel Holzkeilen korrekt ausgerichtet, bevor der Raum zwischen Zarge und Leibung ausgeschäumt wird. Nach etwa einem Tag Trocknungszeit ist der Schaum ausgehärtet und das Türblatt kann eingesetzt und die Drückergarnitur montiert werden. Das Anbringen der Zierblenden bildet den Abschluss der Arbeiten. Da diese Arbeiten oftmals nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, schafft es ein Türbauer, pro Arbeitstag mehrere Türzargen in verschiedenen Räumen einzusetzen. Dabei sollte man aber erwähnen, dass besondere Türen wie Schiebetüren natürlich einen anderen Aufbau benötigen. Auch Sonderfälle, das heißt speziell gefertigte Türen, sind individuell zu betrachten und können beim Einsetzen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Eine weitere Aufgabe, die von ambitionierten Hobbyheimwerkern selbst erledigt werden kann, ist das Verlegen des Bodens. Auch hier haben Sie freie Wahl, ob Laminat, Echtholzparkett, Vinyl, PVC oder Teppich. Der Markt bietet Ihnen ein vielfältiges Angebot, aus dem Sie sicher Ihren idealen Fußbodenbelag wählen werden. Auch hier unser Tipp: Lassen Sie sich im Vorfeld beraten. Schließlich muss so ein Bodenbelag einige Kriterien erfüllen. Ist er für eine Fußbodenheizung geeignet? Lässt er sich leicht pflegen und säubern? Wie belastbar und langlebig ist er? Wie ist das Laufgefühl und wie laut eventuelle Laufgeräusche? Diese Fragen sollten Sie sich auf der Suche nach dem optimalen Bodenbelag stellen und beantworten können. Laminat und Vinyl lassen sich in der Regel dank eines Klicksystems relativ einfach verlegen. Echtholzparkett oder Teppich können eine Herausforderung darstellen. Generell müssen Bodenbelege je nach Art und Material festklebend oder schwimmend verlegt werden. Hier sollten Sie genau auf die Anweisung achten, um teure Fehler zu vermeiden. Ist der Boden erst einmal fälschlicherweise festgeklebt, kann er nicht so einfach wieder entfernt werden. Wenn Sie keine Erfahrungen im Verlegen von Böden haben, empfiehlt es sich, eine Firma dafür zu engagieren. Sind die Maler- oder Tapezierarbeiten abgeschlossen und ist der Boden auch verlegt, dann wird es Zeit für den Kücheneinbau. Eine Küche plant und bestellt man am besten schon während der Rohbauphase. Üblicherweise kommen die Küchenbauer zum Ausmessen auf die Baustelle. Je nach Anbieter und Serviceleistung überprüfen Sie auch gleich, ob die Anschlüsse für Wasser und Strom richtig sitzen und zu dem von Ihnen gewünschten Küchenplan passen. Den Küchenaufbau übernehmen, wenn nicht anders vereinbart, die Profis des Küchenstudios selbst. Dieser ist häufig nach 1 bis 2 Tagen abgeschlossen, dann steht schon das Herzstück des Hauses. Lange haben Sie darauf hingefiebert, jetzt ist der Tag des Einzugs gekommen. Das bedeutet aber auch, es ist Zeit für Chaos. Egal wie gut organisiert Sie in den Umzug starten, stellen Sie sich auf eine stressige Zeit ein.
Am Tag des Umzugs selbst werden sie außer Kisten schleppen und Möbel verladen nicht viel mehr zustande bringen. Selbst wenn für die schweren Aufgaben ein Unternehmen beauftragt wird, es ist schlichtweg unmöglich, alle Möbel gleichzeitig aufzubauen und alle Kisten mit einmal auszupacken und einzuräumen. Machen Sie sich keinen Druck. Es ist völlig normal, dass in den ersten Wochen im Haus noch nicht jeder Gegenstand seinen Platz gefunden hat. Nach und nach wird aus Ihrem neuen Haus aber ein Zuhause werden. Wenn Sie schließlich beim Dekorieren der Räume angekommen sind, haben Sie es fast geschafft. Town & Country House wünscht Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen, stressfreien Hausbau und ein langes und glückliches Leben in Ihrem Eigenheim. Abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Dort finden Sie noch weitere informative und spannende Videos der Bauherrenakademie zu verschiedenen Themen rund um den Hausbau.